Hi, wir sind Adam und Johannes von Impact Pages und in dieser Episode erklären wir dir, wie du die besten Affiliate-Programme und Produkte findest, um möglichst viel Geld mit Affiliate-Marketing zu verdienen. Ja, Adam, was ist denn das beste Affiliate-Programm? Ja, also man muss sagen, es gibt jetzt nicht so gesehen das beste Affiliate-Programm, weil das natürlich abhängig ist von eurer Nische und vom Thema, ja, und auch von den Produkten, die ihr da jetzt bewerben wollt. Also es gibt einfach nicht das allgemein beste Affiliate-Programm, weil es gibt jetzt kaum einen Shop zum Beispiel im Internet, der wirklich alles verkauft, der physische Produkte verkauft, der Infoprodukte verkauft, das gibt's einfach nicht, ne? Wenn ihr so ein bisschen guckt bei YouTube und so, dann gibt's da immer diese ganzen Gurus, und die bewerben dann oft so Digistore, ja. Aber das wird dann beworben meistens, weil Digistore einfach sehr hohe Provisionen hat. Und Digistore ist natürlich, da gibt es immer Infoprodukte. Ja, also da solltet ihr dann vorsichtig sein. So allgemein muss man sagen, die höchste Provision, die bringt euch nichts, wenn es da kein Vertrauen gibt für dieses Affiliate-Programm oder für den Shop, den ihr da bewerben wollt. Ja, wenn die Produkte schlecht sind, wenn dann auch so auch die Conversion schlecht ist, da bringt auch die allerhöchste Provision nichts. Wenn ihr am Ende da sowieso aber nichts verkaufen würdet, dann ist es dann oft schlauer, eine niedrigere Provision zu akzeptieren, dafür aber in einem Shop, wo die Leute einfach sehr gerne kaufen. Und da ist halt ein gutes Beispiel immer Amazon. Das ist für viele Leute, das war auch für uns so, das ist einfach der Start für viele ins E-Commerce. Ja, also wenn du so ein E-Commerce-Affiliate bist, weil du einfach Produkte anbietest, da ist Amazon einfach ein gutes Partnerprogramm, weil die auch sehr gut verkaufen. Die haben eine extrem hohe Conversion-Rate. Ihr kennt das ja vielleicht von euch selbst. Man kauft einfach gerne bei Amazon ein und deswegen ist das einfach ein guter Start. Oft gibt es so die Entscheidung, die ihr fällen könnt, wollt ihr einmalig hohe Provisionen verdienen oder eher niedrigere und dafür Lifetime. Ja, das geht natürlich nur, wenn es auch wirklich ein Affiliate-Programm gibt, wo ihr Lifetime verdienen könnt. Lifetime bedeutet quasi, jemand kauft etwas und ihr verdient die ganze Zeit an ihm. Ja, solange er Kunde ist bei diesem Affiliate-Programm oder bei diesem Anbieter, verdient ihr dann daran. Ja, also da gibt es so verschiedene Modelle. Und ja, da müsst ihr einfach auch so ein bisschen ausprobieren, was für euch am besten passt, was am besten funktioniert. Was ich noch hinzufügen will, also wegen einem Digistore, wir wollen das jetzt nicht komplett verteufeln, um Gottes Willen, ne? Nur da geht es einfach darum, mal zu sagen, okay, weißt du, wenn man immer nur schaut, wo gibt es die meisten Provisionen, wenn das immer das Hauptargument ist, auf das man achtet, dann landet man immer bei Digistore und bei digitalen Produkten, ne? Nur, das muss ja auch zu euch passen und zu dem, was ihr macht und was ihr wisst, ja. Weißt du, wenn jeder nur danach gehen würde, in Digistore, wo gibt es die meisten Provisionen, dann würden alle das gleiche Gedöns machen, ja. Und das, ja, am Ende muss ja das Thema und alles zu euch passen, dass ihr da auch die Expertise habt. Nicht nur das Produkt und das Partnerprogramm muss Vertrauen genießen, sondern ihr ja auch, ja, ihr müsst ja auch Vertrauen aufbauen bei eurer Zielgruppe, um das zu bewerben, ja. Deswegen lasst euch nicht immer blenden von diesen vermeintlich so hohen Provisionen von Digistore, ja. Das ist nicht alles. Das ist also, ja, wir bei uns, unserem Kanal hier ist ja eher der Schwerpunkt E-Commerce-Affiliate-Produkte, ja. Wir bewerben hier und da auch digitale Produkte, aber das ist bei uns nicht der Schwerpunkt, ja. Das nur nochmal so als Hinweis. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr mit Affiliate Marketing starten wollt, dazu machen wir auch noch eine Episode, und ihr habt einfach eigentlich gar keine Ahnung von irgendwelchen Infoprodukten, aber ihr wollt dann damit Digistore anfangen mit irgendwelchen Produkten, ihr habt aber gar keine Ahnung davon, dann ist es eigentlich schon, das ist eigentlich ein Blödsinn, weil die Leute hören das ja raus oder lesen das ja raus, wenn ihr das bewirbt, ja, und ihr müsst einfach etwas machen, was zu euch passt und wo ihr euch auch mit auskennt. Ne? Deswegen ist Digistore nicht immer das Beste, nur weil es eben hohe Provisionen hat. Kommen wir jetzt eben schon mal angesprochen zum so mit Abstand bekanntesten Affiliate-Programm, womit viele einfach starten, das ist eben das Amazon-Partner-Programm. Das ist halt in vielen Kategorien für die Kunden die Anlaufstelle Nummer 1. Ja? Also wenn ich denke da zum Beispiel an am gesamten Elektronikbereich, da ist Amazon sehr, sehr stark, ja. Fernseher, Smartphones, Tablets, Uhren, was es da alles gibt. Und da gibt es auch viele andere Bereiche, ja, im Sportbereich. Bekleidung ist Amazon in bestimmten Bereichen auch sehr stark. Also Amazon genießt halt bei den Kunden hohes Vertrauen und hat deswegen auch eine sehr hohe Conversion-Rate. Es gibt bei Amazon bis zu 20% Provision, das wäre dann zum Beispiel bei diesen
Amazon Games. In der Regel sind die Provisionen bei Amazon aber schon eher niedriger. Ja, sagen wir mal so im Schnitt 5-7%, kommt aber immer auf die Kategorie an. Zum Beispiel bei Elektronik, da war es jahrelang nur 1%, da ist es jetzt im Moment so 3-4%, was schon ziemlich gut ist. Aber trotzdem ist das schon sehr gering. Ja, also wenn man jetzt überlegt, man verkauft da jetzt irgendwas im Elektronikbereich und kriegt da 3% Provision, das ist nicht viel, aber bei Amazon wird eben sehr, sehr viel gekauft, deswegen sind die Warenkörbe hoch. Und ihr verdient ja bei Amazon auch etwas an allem, was nebenher noch im Warenkorb drin ist. Also nicht nur an dem, was ihr beworben habt. Was ein Nachteil bei Amazon ist, die Cookie-Laufzeit ist sehr kurz. Also die Cookie-Laufzeit ist bei Amazon 24 Stunden. Das heißt, das ist besonders bei teuren Produkten problematisch, weil wenn jetzt jemand für 1000 Euro etwas kaufen will, er hat jetzt auf euren Link geklickt, dann ist es meistens bei teuren Produkten so, dass Leute viel mehr Zeit investieren, um sich zu erkundigen, weil das einfach eine teure Entscheidung ist im Leben. Und das Geld ist einfach nicht so locker, besonders heutzutage nicht. Und da ist halt eine kurze Cookie-Laufzeit nicht so gut, ja, weil die klicken, ihr bewirbt das gut und die finden das auch interessant und glauben euch auch, die klicken aufs Produkt, aber wollen trotzdem vielleicht noch ein, zwei Nächte drüber schlafen und dann ist das Cookie schon wieder ausgelaufen und ihr verdient dann am Kauf nichts, ja. Also das ist so ein bisschen ein Nachteil am Amazon-Partnerprogramm. In manchen Kategorien, eben habe angesprochen Sport und Mode, da ist es leider so, da ist die Verfügbarkeit der Größen zum Beispiel schlecht. Ja, also das ist einfach so nicht der große Fokus von Amazon. Da sind die nicht so stark wie andere Shops bei Sport und Mode. Aber dafür sind da vergleichsweise für Amazon-Verhältnisse die Provisionen wieder gut. Also da müsst ihr einfach mal gucken. Aber generell ist es so, dass ihr mit dem Amazon-Partnerprogramm wirklich gut starten könnt, weil die Conversion-Rate hoch ist. Und weil die wirklich sehr, 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 sehr viele Produkte anbieten in allen möglichen Kategorien. Wenn ihr mit dem Amazon Partnerprogramm starten wollt, dann können wir euch das AAWP Plugin empfehlen. Das ist ein Plugin, was wirklich nur für Amazon konzipiert ist. Und da kriegt ihr über unseren Link 15% Rabatt. Das findet ihr in der Beschreibung. Und dann gibt es noch ein anderes Plugin, das ist ein Premium-Plugin, das nennt sich Lasso oder Lasso auf Englisch. Da kriegt ihr 35% Rabatt auf die ersten 3 Monate. Da findet ihr auch den Link in der Beschreibung. Kurzer Hinweis, wenn du Hilfe bei deinem Affiliate-Projekt benötigst, dann melde dich bei uns und bewirb dich für ein Coaching. Alle Infos dazu findest du in der Beschreibung bzw. auf impactpages.de. Dann mache ich mal weiter mit den alternativen Affiliate-Programmen zu Amazon. Ja? Also man muss immer versuchen, also das würde ich empfehlen auf jeden Fall, dass man sich nicht Amazon komplett ausliefert. Ja, wie Adam schon gesagt hat, bei Elektronik gab es vor ein paar Jahren hier diese Provisionssprünge, ja, also von 3-5% auf 1 ein paar Jahre und dann wieder zurück und so. Ja, und wenn ihr da voll drauf ausgerichtet seid, dann seid ihr halt ziemlich abhängig und das ist ja für euer Geschäft, für euer Business auch ein Risiko. Dementsprechend versucht immer die Abhängigkeit von Amazon, wenn möglich, zu reduzieren. Und wenn ihr noch andere alternative Affiliate-Programme findet, dann bietet sich ja auch die Möglichkeit, einen Preisvergleich mit anderen Shops auf eurer Webseite anzubieten. Das erhöht sogar am Ende auch manchmal, wenn andere Shops vielleicht sogar günstiger sind, aber nicht viel, ja, nur ein paar Euro oder so, dann erhöht es sogar die Conversion für euch bei Amazon, ja, weil die Leute einfach, wenn sie den Preisvergleich sehen und sehen schon, okay, hier die paar 4-5 gängigen Shops, wo ich auch kenne, das kostet alles ähnlich, aber ich bin da gar nicht angemeldet oder registriert, also kaufe ich doch bei Amazon. Der Preis scheint ja schon vernünftig zu sein, scheiß auf die 5 Euro, wo das jetzt teurer ist, ne? Das kaufe ich bei Amazon. Ja, und so steigert ihr schon eure Conversion, ja, also nur durch so einen Preisvergleich. Und teilweise ist es halt auch, wenn ihr, wir hatten es ja oben gerade schon erwähnt, bei Amazon, ja, in manchen Bereichen ist Amazon nicht so stark, ja, Mode, Sportartikel und noch diverses anderes. Und dann ist es manchmal auch einfach besser, wenn man sich einen spezialisierten Shop sucht, ja. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei Sport bleiben, ist Bergzeit oder bergfreunde.de oder Intersport oder so oder Sportcheck auch. Die sind auch sehr markenbekannt und haben ein viel besseres Sortiment, viel breiter, viel tiefere Modelle und dadurch auch eine viel bessere Verfügbarkeit, wenn ihr das bewerben wollt, ja, da Produkte. Ich kann nur mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, wenn ihr bei Amazon schaut und wollt ein Snowboard kaufen, ja, dann findet ihr dort auch Sachen. Aber geht mal auf so einen spezialisierten Shop und Blue Tomato oder Warehouse One oder wie die alle heißen und schaut da mal nach Snowboards, dann werdet ihr erstmal sehen, was es überhaupt alles gibt und wie viele verschiedene Produkttypen ihr da bewerben könnt, ja. Also, ja, was ich nur damit sagen will, da ist Amazon nicht immer der Beste, ja. Deswegen schaut da nach Alternativen. Und es hat auch den Vorteil, teilweise bekommt ihr da viel höhere Provisionen und vor allem die Cookie-Laufzeit ist in der Regel eigentlich immer länger, ja. Also, ich meine, der Standard ist meistens so bei den meisten Shops 30 Tage.
Tage, ja, an Cookie-Laufzeit. Und wie Adam ja schon gesagt hat, bei Amazon sind es nur 24 Stunden. Ja. Also es kann schon viel ausmachen. Genau. Und wenn ihr andere Affiliate-Programme nutzen wollt, dann haben wir hier auch noch ein Plugin-Empfehlung für euch für WordPress. Und zwar, da könnt ihr das Affiliate Toolkit nutzen. Da könnt ihr quasi auch neben Amazon auch diverse andere Shops einfach einbinden auf eure Webseite. Und auch hierfür haben wir einen Rabatt über 25% und der Link dazu auch in der Beschreibung. Ja, wie findet man denn jetzt andere Affiliate-Partnerprogramme? Also da gibt es zwei Suchmaschinen. Das ist einmal 100partnerprogramme.de und affiliate-marketing.de, die Links dazu auch in der Beschreibung. Da könnt ihr einfach mal diverse Shops einfach eingeben oder auch, wenn ihr jetzt einfach nur, oder auch die Produkte selbst eingeben in die Suche und dann spuckt ihr euch schon lauter Shops aus, die Partnerprogramme anbieten und auch bei welchen Netzwerken die manche Shops bieten auch Inhouse-Partnerprogramme an. Die sind manchmal auch gar nicht bei diesen Suchmaschinen gelistet. Und dann könnt ihr aber einfach die Google-Suche bemühen, ja, und gebt einfach den Shop-Namen ein, plus die Keywörter Affiliate oder Partnerprogramm. Und dann landet ihr meistens schon, wenn es ein Partnerprogramm gibt, landet ihr schon auf speziellen Landingpages bei diesen Shops, um euch dann zu bewerben. Und ansonsten findet ihr halt auch diese Partnerprogramme bei Affiliate-Netzwerken wie Awin, TradeDoubler, das sind meistens die großen Marken oder dann so kleine Nischen-Shops, die findet man meistens bei Adsell oder TradeTracker. Oder wenn ihr jetzt nur Finanzen machen wollt oder Banken, Versicherungsprodukte sucht, dann wäre zum Beispiel Finance-Ads Netzwerk, wo ihr mal vorbeischauen solltet. Die ganzen Links dazu packen wir auch alle in die Beschreibung. Welche Auswahlkriterien sollte man denn an ein Affiliate-Programm haben? Ja? Also zuerst natürlich, der Shop muss vertrauenswürdig sein und gute Produkte. Ja? Also schaut dazu, wenn der Shop vielleicht euch sehr unbekannt ist, dann schaut vielleicht auch mal hier bei Trusted Shops oder so in Google nach, haben die denn gute Bewertungen oder ist das irgendein shady Shop, ja, wo eigentlich überhaupt nicht gut ist. Genau. Dann müsst ihr gucken, hat dieser Shop auch eine branchenübliche Provision oder am besten Fall sogar höher als Amazon. Weil ihr dürft eins nicht vergessen, wie Adam schon auch erwähnt hat oben, die Amazon-Conversion ist sehr hoch und bei anderen Shops ist die immer in der Regel niedriger. Und das müsst ihr quasi auch ein bisschen ausgleichen, indem ihr da eventuell höhere Provisionen kriegt, ja, um dem ein bisschen beizusteuern. Sonst lohnt sich das vielleicht auch nicht, ja. Dann natürlich eine hohe Cookie-Laufzeit, da würde ich auch drauf achten. Und dann gibt es bei den Affiliate-Netzwerken auch meistens schon so ein bisschen KPIs, ja, also wie ist die Conversion Rate, wie ist die Storno-Rate bzw. Bestätigungsrate, wie viel verdienen die Leute per Klick, also von den Affiliate-Provisionen, ja, also wenn ich 1000 Leute hinschicke, dann kriegt ihr da immer so einen Wert, ja, 1 Euro, 50 Cent, keine Ahnung, damit ihr quasi die Partnerprogramme vergleichen könnt, wie gut ihr da Einnahmen erzielen könnt. Und dann auch noch, wie oft zahlen die denn aus? Ja, zahlen die jeden Monat, zahlen die jedes halbe Jahr aus? Ja, also das muss man sich auch mal anschauen. Das kann sich teilweise unterscheiden. Und am Ende auf jeden Fall viel testen und vergleichen. Ja, ich mache das auch immer, dass ich ja, einmal im Jahr schaue ich mir an, welche Partnerprogramme funktionieren überhaupt nicht und die fliegen dann bei mir auch raus, sodass am Ende nur noch die besten übrig bleiben, die wirklich, mit denen ihr gute Einnahmen erzielt. Ja, am Anfang muss man da wirklich mal ein bisschen viel probieren. Dann noch ein weiteres Feld sind, wenn ihr bei eurer Keyword-Recherche Keywords findet, also Produkt und dann Mieten oder Gebraucht. Ja, und auch diese Keywords kann man monetarisieren. Das sieht auf den ersten Blick zwar nicht so einfach aus, aber zum Beispiel, ja, wenn ihr gebraucht Keywords habt, dann könnt ihr auf jeden Fall eBay immer nutzen, ja, und linkt dann da einfach in die Suchen rein. Das ist nicht wie bei Amazon, glaube ich, dass da die Provision dann so als nicht qualifizierter Verkauf gewertet wird. Das könnt ihr da einfach reinlinken, sodass die Leute halt gebrauchte Produkte finden, wenn sie Geld sparen wollen. Oder wenn ihr Produkte mieten wollt, dann könnt ihr auch auf Grover verlinken, grover.com. Ja, da gibt es Mietprodukte für quasi die User, auch meistens im Technikbereich. Oder ihr sucht halt einfach mal in der Google-Suche, ja, indem ihr euer Produkt plus Mieten eingebt. Dann findet man zum Beispiel auch so Sachen wie, ja, wenn ihr jetzt im Wintersport unterwegs seid, Sport 2000 ist vielleicht auch viel Begriff. Da kann man zum Beispiel auch seine Ski online mieten, ja, an den jeweiligen Spots dann zum Skifahren. Und auch die bieten ein Partnerprogramm an, ja. Oder was ich auch schon oft im Reisebereich gesehen habe, ist eine Yacht sich zu mieten oder so, ja. Oder ein Segelboot oder irgendwas in Kroatien oder irgendwo in einem Hafen halt, ja. Auch dafür gibt es Partnerprogramme. Und die findet halt über einfach so eine normale Google-Suche.
Genau. Dann gibt es noch einen Bereich, ich nenne es persönlich so Fallback-Affiliate-Programme. Ihr habt ja teilweise niedrige oder auch umständliche Provisionsmodelle. Bei eBay zum Beispiel habe ich das Provisionsmodell bis heute nicht kapiert. Das ist unglaublich bei eBay. Ja. Keine Ahnung. Das schlimmste Affiliate-Programm der Welt. Da kommt halt einfach Geld, ja, und ich beschwere mich auch gar nicht, das ist in Ordnung. Aber ich habe es nicht kapiert, wie da die Provisionsstruktur ist. Aber gut. Aber da geht es mir einfach darum zu sagen, wenn ihr Inhalte erstellt habt auf euren Affiliate-Webseiten zu speziellen Produkten und die Verfügbarkeit ist auf Amazon nicht mehr da, dann würde das ja nach sich ziehen, dass ihr jedes Mal die ganzen Texte anpassen müsst, austauschen müsst und sonst was. Ja, ihr rennt ja quasi immer hinterher wegen der Verfügbarkeit. Und dann ist es einfach gut, auf auch so Generalisten wie Amazon zuzugreifen, zum Beispiel halt eBay oder Idealo oder auch Otto, die quasi auch ein extrem breites Sortiment haben. Das könnt ihr zum Beispiel auch in diesem Affiliate Toolkit einstellen. Ja, ihr nehmt das Amazon-Produkt als euer Hauptprodukt und wenn es nicht mehr verfügbar ist, dann wird automatisch ein anderer Shop genommen. Und das könnte dann zum Beispiel auch eBay, Idealo oder Otto oder so sein. Und so gewährleistet ihr einfach, dass ihr immer so eine Fallback-Lösung habt, dass wenn Amazon nicht mehr verfügbar ist, könnt ihr zumindest noch monetarisieren über die anderen, ohne dass ihr schon euren Text und eure Produkte austauschen müsst. Ja, das erspart euch einfach Arbeit. Der User ist zufrieden, weil er immer noch eine Möglichkeit hat, das Produkt zu verkaufen und ihr verdient einfach immer noch was. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Das ist digitale Produkte bewerben. Das kann man zusätzlich auch noch nehmen. Also wenn ihr E-Commerce-Affiliate seid, könnt ihr das trotzdem noch zusätzlich bewerben. Ja, könnt ihr immer gucken, ja, ihr seid jetzt ja auch in der Sportnische, ja, und habt jetzt irgendwas über Fußball zum Beispiel, ja, und eigentlich tut ihr nur Fußballschuhe und Kleidung und sonst was bewerben. Auch da kann man mal bei Digistore schauen, hey, gibt es da vielleicht einen Kurs, irgendwelche digitalen Produkte für Fußballer, ja? Und dann könnt ihr das da auch noch mitbewerben, ja, so als zusätzliche Einnahmequelle und habt dann halt teilweise höhere Provisionen oder auch, wenn das so ein dauerhafter Kurs ist, könnt ihr da auch Lifetime-Provisionen und so abgreifen. Genau, und wir haben es ja schon öfters erwähnt, das sind ganz gute Adressen, sind da eigentlich Digistore24 oder zum Beispiel Copecard. Da müsst ihr aber aufpassen, da gibt es sehr viele nützliche Online-Kurse, aber da ist auch sehr viel von diesem ganzen Guru Coaching-Müll da, wo die Leute gar keinen Plan haben, was sie da labern eigentlich. Ja. Naja, und das nur so als Hinweis, ja, da müsst ihr aufpassen. Und dann könnt ihr auch noch natürlich suchen, wenn diese digitalen Produkte nicht bei Copecard oder Digistore gelistet sind, macht einfach auch wieder eine Google-Suche und gebt euer Produkt ein, ja, also was weiß ich, Fußball, und dann danach Online-Kurs oder Online-Training oder so. Und dann findet man meistens auch schon Angebote und dann auch im Footer meistens ein Partnerprogramm, ja. Also so könnt ihr auch diesen digitalen Produkten auf die Spur kommen. Jo, das war's. Wie gesagt, alle Links und wo wir erwähnt haben, das waren ja einige, die findet ihr alle in der Beschreibung. Uns würde mal eure Meinung interessieren, welche Anforderungen ihr an Affiliate-Programme habt oder was ihr nutzt, ja. Schreibt es gerne in die Kommentare und liked und teilt es gerne, wenn es auch für andere interessant sein könnte. Und ansonsten abonniert den Kanal und die Glocke. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Alles klar. Tschö. Ciao.